Gerade rechtzeitig, um zu erleben, wie Stanley unseren Wurm sucht. Ich habe im letzten Jahr in der Uni einen Quellcode für einen Wurm entwickelt, den ich jahrelang benutzt habe. In einem Raum hinterm Archiv steht der einzige PDP-10, der noch aktiv und ans Internet angeschlossen ist. Aber kaum jemand weiß davon. Es ist eine ITS-Maschine, die nur aus Tradition noch online ist. Also habe ich meinen Wurm dort versteckt, wo niemand dran denken würde, ihn zu suchen. Voilà. Guter Mann. Guter Mann.